Ja, mein Name ist Norbert. Ich bin hier beim Musikerstammtisch ein bisschen zuständig für die Technik. Das heißt, ich sorge dafür, dass bei den Auftritten eine nette Anlage zur Verfügung ist und dass die Musiker sich bei ihren Auftritten auch gut hören können. Mein Ziel ist es, dass es eine gute technische Anlage gibt, die halt von vielen auch genutzt werden kann. Und ich finde es sowieso richtig gut, wenn Musiker sich zusammenschließen und für sich einen Interessensverband bilden, weil es bringt uns nichts, wenn jeder alleine in seinem Kellerraum wurschtelt, in seinem Proberaum, sondern wenn wir gemeinsam versuchen, was zu erreichen. Deshalb nimmt am Musikerstammtisch teil. Ich bin Andrea und mache beim Musikerstammtisch mit, seit es ihn gibt. 2011 haben wir uns das erste Mal getroffen. Ich bin zuständig für die Besetzungslisten. Das bedeutet, wenn man sich mit seiner Band für einen Auftritt bewirbt, dann machen wir das bei mir. Ich sammle und sortiere das und am Ende spreche ich mit den anderen ab, wie dann die endgültigen Besetzungslisten aussehen sollen. Moin, ich heiße Dirk. Hi, ich bin Chris. Dirk und ich, wir kümmern uns um die Website vom Musikerstammtisch Flensburg. Wir kümmern uns um die Facebook-Präsenz. Wir sorgen dafür, dass die Veranstaltungen in Zeitschriften und im Internet eingetragen werden. Und außerdem machen wir für unsere Veranstaltungen Plakate, Flyer und die mediale Präsenz. Auf unserer Website können sich die Bands nicht nur listen lassen, sondern auch sehen, was in Zukunft für Veranstaltungen beim Musikerstammtisch anstehen. Das bedeutet, ihr könnt euch für diese Veranstaltung bewerben. Und ihr könnt auch Bilder und Texte für und zu euren Bands an uns schicken. Diese Informationen werden auf der Webseite dann veröffentlicht in der Liste Bands. Ja, mein Name ist Hans und auch ich gehöre zu den Gründungsmitgliedern des Musikerstammtisches Flensburg. Also haben wir uns gedacht, den gründen wir den Musikerstammtisch. Der besteht mittlerweile seit über 3 Jahren und hat es geschafft, mittlerweile 63 Bands in seine Liste aufzunehmen und diesen die Möglichkeit gegeben, 136 Mal in diesen 3 Jahren auftreten zu können. Und unser Bestreben ist es schlicht, die Amateurmusikszene in Flensburg zu unterstützen, auf mittlere und lange Sicht. Wir würden uns freuen, wenn noch mehr Bands als die bisher 63 gelisteten sich bei uns bewerben und über die bereits von Andrea, Dirk und Chris genannten Möglichkeiten über uns informieren und sich bewerben für die Auftritte, die wir generieren. Was ich noch sagen wollte, wir haben im Augenblick eine Unterschriftensammlung laufen. Und zwar deshalb, weil wir bestrebt sind, den Amateurmusikern Proberäume zu beschaffen, mehr Auftrittsmöglichkeiten zu beschaffen. Deshalb brauchen wir eure Unterschrift. Und zwar möchten wir gerne Fördermittel, und zwar öffentliche Fördermittel, generieren. Und diese sollen dazu dienen, dass insgesamt die Amateurmusikszene in Flensburg einen Aufschwung erfährt, wie es ihn bereits gab in den 60ern.